Großartig, einfach großartig. Das habe ich davon, wenn ich mal jemandem vertraue. Jack, was ist eigentlich dein verdammtes Problem? Du hast mir ja nicht mal richtig die Hand gereicht. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld daran, dass du es nicht geschafft hast. Amanda, das sah wirklich ziemlich unbeholfen aus. Was? So weit würde ich jetzt nicht gehen, Eve. Das hat man also davon, wenn man mal für dich Partei ergreifen will. Tja. Na, das wird ja ein Spaß. Leute, ich brauche ein Bild davon. Hey Leute, schaut! Dieser Elefant ist gern im Schatten. Wie ein Mensch. Erstaunlich. Das war toll. Aber ich glaube, das war mein letztes Bild. Auf dem Film ist kein Platz mehr. Ein Seemann versucht ein Auto zu reparieren. Ein Großstadtmädchen nörgelt in der Wüste. Wenn ihr mich sucht, ich mach mal Pause. Ich hasse es. Dieser Feigenbaum ist offenbar die Heimat der drei Affen. Sie mögen wohl die Früchte. Also, der einzelne Elefant sieht etwas einsam aus. Und anders als die anderen. Er ist besonders, wie ich. Hey Jack, das ist mein Koffer. Was hast du damit vor? Karl, dein Auto fährt nicht mehr. Hast du eine Idee, was los sein könnte? Ein bisschen mehr Informationen bräuchte ich schon. Sind noch Räder dran oder so? Ein Lenkrad? Oder habt ihr es endlich komplett zu Schrott gefahren? Hey, ganz ruhig. Es kommt nur eine Menge Dampf überall raus. Na prima. Der Wassertank ist hin. Ist das schlimm? Könnte schlimmer sein. Nimm den Nachfüllkanister hinten aus dem Auto und dann, Ja, und dann? Dann hebst du das Auto hoch. Das Auto hochheben? Zum Wasser nachfüllen? Hey, ihr fahrt mit meinem Prototypen durch die Gegend. Für den Zugang war nur noch unter dem Auto Platz, also... Unter dem Auto? Und jetzt? Ohne Werkzeug in der Wüste? Wie stellst du dir das vor? Habt ihr noch das Hebegerät in der kleinen Tasche hinten am Auto? Keine kleinen Taschen mehr. Tja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Kein angehobener Wagen, kein neues Wasser. Toll gebaut, du Genie. Du bist schuld, wenn wir verhungern oder von wilden Tieren gefressen. Zeppelin, er berührt fast den Boden. Was zum Teufel? Wohin fliegen sie? Was passiert hier? Sie stürzen ab? Was für eine Ironie. So reich wie Umbati ist, aber im Nirgendwo ist er genauso hilflos. Geld hilft ihm jetzt auch nicht weiter. Ein paar Termiten haben sich wohl in diesem Baum eingenistet. Wow, das war laut. Halt, als wären wir in den Bergen. Was für eine Ironie. So reich wie Umbati ist, aber im Nirgendwo ist er genauso hilflos. Geld hilft ihm jetzt auch nicht weiter. Die Hitze macht mich.
Ich habe gesehen, dass du einen großen Koffer dabei hast. Ja, was ist damit? Hast du vielleicht etwas in dem Koffer, das uns weiterhelfen könnte? Vergiss es. Der Inhalt des Koffers einer Dame geht nur die Dame etwas an. Ich werde auch vorsichtig mit dem Inhalt umgehen. Trotzdem, ich werde dich sicher nicht meine Sachen durchwühlen lassen. Da sind sehr private Dinge drin. Komm schon. Jack, glaubst du wirklich, dass Eve dich in ihren Privatsachen stöbern lässt? Na gut, du kannst dir die Sachen ansehen. Wirklich? Das ist ja... Unter einer Bedingung. Nachdem ich ein paar Dinge aussortiert habe. Na klar. Was willst du verstecken? Also, Jack, ich bin bereit. Sei vorsichtig mit meinen Sachen. Das sieht nett aus, aber ich weiß nicht, wofür ich das in der Wüste brauchen soll. Vielleicht die beste Platte in diesem Koffer. Ein roter Sonnenschirm. Sieht asiatisch aus und besteht aus Papier. Nicht sehr stabil. Ich glaube, es ist Zeit, die Vereinigten Staaten zu besuchen. Ich will auch mal so einen Fahrstuhl spielen. Ich wollte schon immer eine Schellackplatte mit deutscher Blasmusik. Moment, eigentlich nicht. Kriegst du auch nicht die beste Garderobe für diese Umgebung? Oh, naja, wir haben wohl was verloren. Meine meine Captain-Sinne sagen mir, dass das bald sehr nützlich werden könnte. Herzchen, was ich trage, nennt sich Mode. Ein Kanister voller Wasser. Etwas Deutsches steht drauf. Vorsicht, kein Trinkwasser. Nutzloser Plunder. Ich glaube, man soll es nicht trinken. Nutzloser, modischer Plunder. Über die runtergefallenen Früchte sehr glücklich ist. Oh, der Elefant erträgt die schrecklichen Affenschreie auch nicht. Kann ich gut verstehen. Immerhin haben wir nette Gesellschaft. Sieh dir doch mal diese Elefantenherde an. Und die Affen. Gefallen, dass einer der Affen eine Brille trägt? Ich möchte nicht wissen, von wo der abgehauen ist. Sie sind klebrig. Sehr klebrig. Und riechen etwas vergoren. Ekelhaft. Was für Ballons. Na los, großer Freund. Schnapp dir die leckeren Früchte. Ach, nur solche, die fleischfressende Pflanzen abwerfen. Sieh mal, Jack. Diese Elefanten sind erstaunliche Tiere. Und der hier scheint Früchte zu mögen.
Und du wunderst dich, warum ich nicht hier sein möchte. Hey Jack, schau, was die verrückten Affen machen. Sie tanzen. Wie niedlich. Es scheint, dass der Elefant über die runtergefallenen Früchte sehr glücklich ist. Oh, der Elefant erträgt die schrecklichen Affenschreie auch nicht. Kann ich gut verstehen. Ich hasse es, hier zu sein. Sie sind klebrig. Sehr klebrig und riechen etwas vergoren. Ekelhaft. Gibt es irgendetwas, das du nicht isst? Kleine Welt, Herr Keen. Zu klein für uns beide, Herr Palme. Oh mein Gott, was habe ich getan? Es gibt viele schöne Dinge, die mir Spaß machen. Im heißen, öden Niemandsland rumzusitzen, gehört allerdings nicht dazu. Ein großer Palmwedel. Also, der Kilimandscharo ist nicht nur der höchste Berg Afrikas, ein großer Palmwedel. Dann sollte ich deine Heimat unbedingt mal besuchen. Das ist immer noch massig Zeug drin. Fertig. Unglaublich. Ist auch nicht die beste Garderobe für diese Umgebung. Das ist immer noch massig Zeug drin. Unglaublich. Herzchen, was ich trage, nennt sich Mode. In Paris vielleicht. Gut gemacht, Jack. Du bist ein Genie. Modischer Plunder. Dafür ist der Schirm zu schade. Der einzelne Sonnenschirm sieht etwas erbärmlich aus. Etwas fehlt. Das wird nicht funktionieren. Immerhin haben wir nette Gesellschaft. Das Ding ist riesig. Erstaunlich. Und die Affen? Du bist für ein hehres Ziel gestorben, Herr Palme. Los, großer Freund, schnapp dir die leckeren Früchte. Was passiert jetzt? Jack? Er kommt direkt auf uns zu. Oh weh. Was für ein Geräusch! Wow, das Gewicht des Elefanten hebt das Auto an, als wäre es eine Feder. Eves Angst war unbegründet. Die Tiere sind freundlich. Thank you.
Hey, danke für die Hilfe, mein schwergewichtiger Freund. Ich bin soweit. Wisst ihr was? Ab jetzt fahre ich. Was? Was? Da hast du es. Ich steige ein und sehe, was ich tun kann. Bist du überhaupt vorher schon mal gefahren? Jack, bist du sicher? Ich habe schon schwierigere Sachen als das hier gemeistert. Toll. Eine weitere Gelegenheit, uns alle umzubringen. Naja, ich bin sehr gespannt auf deine Fähigkeiten hinter dem Steuer. Sollten wir nicht meinen Koffer mitnehmen? Ich meine, das kannst du nicht machen. Meine Kleider! Keine Sorge, Eve. Wir holen sie später. Versprochen. Leute, wie zur Hölle verkaufen wir Karl, dass sein Auto nur noch Schrott ist? Ich werde mit Karl sprechen. Vielleicht hilft dir dabei deine Fähigkeit, minderbemittelte Männer um deinen Finger wickeln zu können. Zumindest kann ich charmant sein. Hey, mein Charme hat mir schon so manche Tür geöffnet, Lady. Hallo, so kommen wir auch nicht weiter. Stimmt, Jack. Du solltest entscheiden. Na klar, der weise Jack nutzt seine Weisheit und entscheidet. Ich glaube, Amanda hat Karls Vertrauen. Daher würde ich für sie stimmen. Karl? Karl, es tut uns echt leid, was mit deinem Prototypen passiert ist. Aber auf dem Rückweg hatten wir einen absolut ungeplanten Zusammenstoß. Ja, da war plötzlich dieser Riesenelefant und... sag mal, bist du eigentlich versichert? Versicherung? Für meinen Prototypen? Klar, wer würde seine Erfindung nicht versichern? Gegen Elefantenangriffe! Was hältst du davon, wenn wir dir helfen, das Auto zu reparieren? Außer natürlich deine starken Hände und dein messerscharfer Verstand würden jede Hilfe ablehnen. Nein, danke. Die arbeiten auf jeden Fall alleine. Also gut, wie jagen wir Umbati das Amulett wieder ab? Erstmal haben wir ganz andere Sorgen, Jack. Der Sprit des Autos ist bald verbraucht. Dann sitzen wir in Afrika fest. Wir brauchen das Schiff. Brauchen wir ja sowieso, um den Schatz zu transportieren. Aber mit dem Segelschiff kommen wir nicht den Nil weiter hoch. Verdammt. Entweder findest du 20 erfahrene Ruderer oder einen anderen Antrieb und ich baue es um. Mal sehen, was für einen Antrieb wir finden können. Ja, noch mehr Bananen. Wirklich, von denen habe ich langsam genug. Es kann weitergehen. Lieber vorsichtig. Idiot, such weiter nach unserer Ausrüstung, schnell! Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Einige Sachen werden noch benutzbar sein. Haltet die Augen offen. Nee, nichts zu sehen. Blöde Patrouille. Zu heiß, um was anderes zu machen, als rumzulungern. Harry, los, geh auf Patrouille. Halte Ausschau nach wilden Tieren.
Ich frage mich, was Ombati in diesem Gepäck hat. Böse indische Unterhosen, vermute ich. Ein gieriger, verrückter Geschäftsmann. Er will seine Pläne unbedingt durchsetzen. Ich hasse wilde Tiere von ganzem Herzen. Unvorhersehbare Risiken. Selbst wenn ich ihn mir mit einem riesigen Karpfenkopf vorstelle, bleibt er mir unheimlich. Schaut sich um, als würde er sein Hirn suchen. Boshaft und gerissen. Eine gefährliche Kombination. Ich glaube nicht, dass Sie das noch reparieren können. Es kann weitergehen. Was? Meine Kleider! Sorry, mein Fehler. Diese Affen sind nervig, kaum auszuhalten. Kommt ihr mal kurz? Ich denke, wir sollten jetzt wirklich schnell die Kurve kratzen. Was zum... Ah! Amulett. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Seltsam. Sollte das nicht der Moment sein, wo ich das Bewusstsein verliere? Wie auch immer. Dein Unterbewusstsein ist ein sehr, sehr, sehr seltsamer Ort, mein Freund. Wie bin ich diesmal hierher gekommen? Woher soll ich das wissen? Ich bin tot. Schon vergessen? Ich habe jetzt 3 Amulettteile, aber das Amulett sieht noch nicht vollständig aus. Das stimmt. Du brauchst noch ein letztes Stück. Kannst du mir zeigen, wo es ist? Das darf ich dir nicht sagen. Du... Was? Ich bin bis hierher gekommen, habe gegen Riesenpflanzen gekämpft, bin ein Dutzend Mal fast getötet worden und habe sogar sehr verrückte Affen gezähmt. Und jetzt willst du es mir nicht sagen? Jack, damals in unserer Zelle in Shanghai habe ich dich gewählt, weil du die einzige Person warst, der ich vertrauen konnte. Was für eine weise Entscheidung. Du verstehst nicht. Ukumba, der Schatz, darf niemals in die falschen Hände fallen. Ich war der Letzte, der Ukumba noch beschützt hat. Aber ich musste ihn zurücklassen und mich auf eine gefährliche, viele Jahre währende Reise begeben, um jemanden zu finden, der dieses Schatzes würdig ist. Die Person, die mit Ukumba umgehen kann, muss gut sein, sie muss rein sein und in sich selbst ruhen. Klingt ganz nach mir. Du ruhst nicht in dir selbst. Erinnerst du dich an deine Vision über die Zukunft? Du fürchtest, du könntest mit leeren Händen dastehen? Nur ein alter Abenteurer sein, der unbedeutende Erfolge hatte, keinen Reichtum, keine echten Freunde, der sich nie etwas getraut hat.
Und du weißt nicht, wie du die Verhältnisse ändern kannst, wie du dich in einer Zukunft findest, die dich glücklich macht. Dann hilf mir! Wie kann ich meine Zukunft ändern? Du änderst die Zukunft, indem du die Gegenwart änderst. Du meinst... Du weißt, was ich meine. Du hast Angst davor, erwachsen zu werden und davor, Verantwortung zu übernehmen. Als die Gefangenen in Shanghai wollten, dass du sie bei der Flucht anführst, bist du fortgelaufen. Als die Arbeiter in Hamburg wollten, dass du ihre Gewerkschaft anführst, bist du fortgelaufen. Und als Amanda mit mir nach Shanghai gehen wollte, habe ich's abgelehnt und so getan, als wäre es für sie zu gefährlich. Dabei wollte ich nur, dass sie nicht so nahe bei mir ist. Viele Leute reichen dir ihre Hand. Ich weiß, aber ich finde es so schwer, sie zu ergreifen, wenn ich nur wüsste, warum das für mich unmöglich ist. Genau das musst du herausfinden, Jack. Und wenn es dir gelingt, wirst du wissen, wohin du gehen musst und was du tun musst. Dann wirst du auch Okumba finden. Alles wird aufeinandertreffen. Ach, wo wir von Aufeinandertreffen reden. Etwas möchte ich dir jetzt schon geben. Ha? Und zwar? Jack, geht's dir gut? Du warst ganz plötzlich weggetreten. Ha, ich hab den nächsten Hinweis. Wir müssen zu diesem Berg, dem Kilimandscharo. Zuerst müssen wir zurück zu Karl. Wir haben dieses Funkgerät benutzt und Karl hat uns gebeten, diesen Motor mitzunehmen. Na dann los. Umbati wird sicherlich zurückkommen. Und warum tut mir eigentlich der Kopf immer so weh, wenn ich aus meinen Träumen aufwache? Du solltest vielleicht mehr Wasser trinken, Jack. Also, mal sehen, wie Karls Möchtegern-Kutsche mit dem Gewicht klarkommt. Wow, das Ding ist ja riesig. Damit werde ich Sachen mit dem Schiff machen, die noch nie jemand zuvor mit einem Schiff gemacht hat. Schön, Karl. Wir müssen jetzt aber zum Kilimandscharo. Und zwar bevor Umbati wieder auftaucht. Ich denke, ich kann das Schiff ziemlich schnell umbauen. Ich verlege in 6 Schritten die Triebkraft auf die Backbordseite und... Ja, ja, schön. Vielleicht nehmen wir schon mal das Auto und fahren vor. Kein Problem. Ich komme dann über den Wasserweg nach. Den Berg kann man ja nicht verfehlen.